Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute spielen wir mal eine kleine Runde Fortnite. Ich weiß, die Audioqualität klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, dass ich daran, weil ich mit meinem Headset aufnehme. Was jetzt nicht das Allerbeste ist. Weil ich weiß noch nicht, wie ich mit dem Rode Mikrofon an da irgendwie mit der PlayStation verbinden kann. Ich weiß es nicht. Muss ich vielleicht irgendwie nach meinem normalen Let's Play gucken, genau. Ein Tutorial angucken. Aber ich würde sagen, Fortnite habe ich ja auch noch nie gebracht. Haben sich ein paar Leute gewünscht. So, wir springen einfach mal raus. Ich würde sagen, wir gehen nach Salty Springs. Hier gerade hin. Sind wir gefolgt? Ich sehe noch keinen. So, da oben sehe ich ja schon eine Kiste. So. Vorweg möchte ich erstmal gerne sagen, ich bin kein guter Fortnite-Spieler. Ich kann dieses Spiel also ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also falls ich jetzt hier komplett verkacke, ich spiele das Spiel momentan nur aus Fun. Wenn ihr wollt, dass ich das richtig öfter spiele, dann werde ich da auch ein bisschen trainieren und dann werde ich da auch besser wahrscheinlich irgendwann werden. Der Busch hat sich doch gerade aufgestellt, oder? Keine Ahnung. Falls ihr wollt, dass ich da, ja, wie gesagt, falls ihr wollt, dass ich mich da ein bisschen hochpushe, sag ich mal, kann ich das natürlich gerne machen. Dauert dann wahrscheinlich nur seine Zeit, weil ich in den meisten Spielen sehr lange brauche, bis ich da wirklich gut bin. Hier hat einer mit einem Arrow, mit einem Bow geschossen, das höre ich. Mit einem Crossbow. Die Frage ist von wo? Ich sehe ihn momentan nicht. Kann sein, dass er hier aus dem Haus kommt. Da ist die Kiste. Oh, ein Medikit. Sagen wir es nicht mal hiermit. So, Munition nehme ich immer gerne mit. Hier oben in dem Haus ist einer. Direkt neben uns. Oh, schön. Oh, der hat eine epische Scar. Cool. Cool. Und eine schallgedämpfte Pistole. Ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen soll. Ich nehme auf jeden Fall einen Sniper mal mit. Ja, das tausche ich gegen das hier aus. Taktische Schrot. Cool, die epische Scar hatte ich noch nie so wirklich. Also ich hatte die mal, aber dann wurde ich direkt getötet. Ja, klar, da sind jetzt natürlich kleine. Trinke, aber einen können wir davon noch trinken. Nur zumindest auf 50. So. Okay, wir sind in der Zone, das ist sehr gut. Wir sind unter den letzten 23 Leuten. So, hier dürften jetzt gleich ein paar Leute kommen. Das heißt, wir sollten auf der Hut sein.
Da hinten wird gerade gebaut. Sehe ich da einen? Nee. Sehe ich keinen. Kann aber auch sein, dass er sich versteckt. Da mich jetzt nur absnipen will. Ich gehe mal hoch. Haben wir. Sehr nice. Oh, der hatte eine Minigun. Die Waffe interessiert mich jetzt. Die will ich jetzt mal ausprobieren. Krass, ey. Wir sind echt gut equipped, glaube ich. Das ist, glaube ich, echt gutes Equip. Und die Minigun, ich hatte die mal in Legendär. Ich weiß nicht genau, wie die so in Episch ist. Ich denke mal, die ist auch ganz gut. Munition mangelt es uns auf jeden Fall nicht. 234 Munition für die Minigun, Alter. Das ist krass. Und mir natürlich jetzt auch ein bisschen Glück, dass der sich bemerkt hat. Okay, wir haben abgeballert. Von da hinten. In dem Baum da, hä? Kommt der in den Baum? Hä? Ist der in den Baum? Nee, hä? Wo wurden wir denn jetzt abgeballert? Keine Ahnung. Ich bin gerade unsicher. Okay, Schutzschild haben wir nicht mehr viel. Ist nicht so gut. Okay, hier dürften jetzt langsam mal ein paar Leute kommen. Ich glaube, ich gehe mal auf den Berg. Oder nee, doch nicht, glaube ich. Okay, ich glaube, ich bleibe mal hier in dem Gebiet, wo es jetzt hier gleich zum Kampf kommen wird. Ich glaube, ich verstecke mich mal so ein bisschen in der Höhle. Gucken, dass jetzt keiner ist. Ich glaube, ich kämpfe mich jetzt mal ganz gemein hier rein. Da muss noch ein großer Schildrank, den hätte ich gerne. Oh ne, da ist einer. Okay, den haben wir, Leute. Nice. Muss mal schnell ein Minikit. Ach, ein Medikit. Okay. So, groß aufguck, nehme ich mal, glaube ich, mit. Na, so. Den trinke ich auch mal direkt, damit ich wieder volle Rüstung habe. Okay, jetzt gleich sollte es hier um mich rum zum Kampf kommen. Oder hier drin. So, langsam wieder zurück in die Zone, habe ich gerade Schiss. Ich weiß, wir haben noch Zeit, Leute. Ich will trotzdem so sicher wie möglich sein. Weil ich echt ein krasser Dude mit dem Spiel bin. Okay, wir sind wieder in der Zone. Da hinten ist einer. Ich glaube, ich versuche mal mit dem Minigun. Wollte ich immer mal schon so richtig ausprobieren. Nehmen wir die Scar raus. Und wir wurden richtig zernommen. Das habe ich aber nicht gut gemacht und das hat er sehr gut gemacht. Ja, wir sind tot. Waren unter den letzten drei Leben. Er ist auch tot. Jetzt ist es auch schon im... Jetzt stehen die beiden auch schon im Finale. Ja, ich fand, ich habe das, glaube ich, relativ gut gemacht für meine Verhältnisse. 3 Kills unter den letzten 4 Überlebenden waren das, glaube ich. Ist, glaube ich, denke ich mal ganz gut. Dafür, dass ich das Spiel echt nicht viel spiele. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt mal mit dieser Runde Fortnite. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir natürlich einen Daumen nach oben, da würde mich natürlich sehr, 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 sehr freuen. Falls ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ich würde sagen, bei 10 Likes mache ich die zweite Folge Fortnite. Das werden dann auch 2, 3 Runden vielleicht mal sein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Haut rein und ciao!